Willkommen zum Mittwochsupdate vom 8.01.2020. Ja, diese Woche gibt es Rennen bei den Druiden. Es gibt einen EP-Schub bei den Druiden nur für diese Woche. Besondere Rennen, ich denke, jeden Tag an einem anderen Ort. Wir schauen gleich mal. Alex steht in Moorland und verrät uns immer, wo dieses ist. Ja, Star Rider können natürlich an allen Rennen teilnehmen. Nicht-Star Rider können wohl nur mittwochs und freitags dran teilnehmen. Das bedeutet wohl, dass Mittwoch und Freitag einmal Moorland und einmal Fort Pinter der Ort der Austragung des Rennens sein wird. Wir schauen gleich mal, wie viele Erfahrungspunkte es bringt. Bringt mir persönlich jetzt leider nichts mehr, weil Arctic Melody jetzt ausgelevelt ist. Hauptsächlich nicht über Rennen, sondern einfach, weil ich die Jule-Bockgeister angewendet habe. Aber ist ja jetzt auch egal. Es gibt neue Kleidung an der Dressurarena. Tag der offenen Tür gibt es. Die Dressurarena ist für eine Woche wieder da. Im Bonusshop in Moorland gibt es neue Klamotten. Und nächste Woche erwarten uns neue Tinker. Ja. Ja, auf nächste Woche bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und auf die Rennen bin ich jetzt auch gespannt. Ich nehme mal an, es könnte so ähnlich werden wie zum Geburtstag. Diese Geburtstagsrennen finde ich auf jeden Fall ganz cool für alle, die ihren Tinker jetzt noch die Woche über ausleveln möchten, bevor sie sich eventuell einen neuen holen oder halt irgendein anderes Pferd ausleveln möchten. Wir bekommen diese Woche eine schicke Western-Satteltasche. Die möchte ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. So. Okay. Ja, irgendwie schade, dass das Winterdorf jetzt wieder weg ist. So, naja, Alex steht hier. Wir gucken mal, wo heute das Rennen stattfindet. Es sind viele Disziplinen des Reitens auf Jorvik vertreten. Da ist Loretta mit ihrem englischen Reitweisen, Josh mit dem Western Art, Luciana, die auf der Arbeitsreitweise schwört. Diese Reitdisziplinen findest du auf der ganzen Welt. Aber eine Reitweise gibt es nur auf Jorvik. Es ist das mit Aidins Geschenk verknüpfte Reiten, dem eine starke Bindung zwischen Pferd und Reiter zugrunde liegt. Die Druiden Jorviks nennen es Seelenreiten. Rhiannon ist eine Druidenwache und beherrscht diesen Reitstil perfekt. In der Nähe der Runensteine wird darüber gesprochen, dass sie wohl schon bald neue Schüler aufnehmen wird. Sie hat mich gebeten, tägliche Rennen auf Jorvik zu organisieren, um auf Reiter aufmerksam zu werden, die die Bindung zu ihrem Pferd schätzen und pflegen. Jeden Tag findet ein anderes Rennen statt. Wenn du es abschließt, erhältst du einen Segen für dein Pferd, der dir hilft, sein Training zu beschleunigen. Okay. Wo ist das? Bereit, dir ja Aidins Segen für dein Pferd zu holen. Das heutige Seelenreiten-Rennen startet in Fort Pinter. Suche nach Rhiannon und ihrem Pferd Nix an der Startlinie. Sie hilft dir zu trainieren. Okay, wir machen uns auf den Weg nach Fort Pinter. Danach schauen wir natürlich nochmal zur Jorvikstall-Arena und schauen uns nochmal die Dressur-Arena an und schauen uns natürlich auch die neuen Ausrüstung und neuen Klamotten an. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Auf dem Bild waren auf jeden Fall zwei verschiedene Trensen zu sehen. Was ich sehr schade finde, ist, dass ja, der Sattel dann nicht auch einmal als Western-Sattel vorhanden ist. Das ist das, was mir hier wirklich fehlt. Eine Auswahl an schönen Western-Sätteln, nicht zu bunt. gerne auch mal ein bisschen schlichter gehalten. Mit aber renntauglichen Werten. Ja, jetzt ist die Frage, wo startet das Rennen? Finden wir das jetzt hier? Vermutlich wird sie nicht hier oben stehen. Runensteine. Wo stehen hier bei Fort Pinter Runensteine? Wahrscheinlich am Strand. Obwohl, nee, das war jetzt falsch. Wir brauchen das Buch. Ist das hier bei den... Ah,
Ja, hier steht aber auch nur Fort Pinta. Entweder hier unten oder da hinten, würde ich jetzt mal schätzen. Wobei, seit dieser Überarbeitung bin ich mir hier überhaupt nicht mehr sicher. Dann wahrscheinlich doch eher auf der anderen Seite. Weil hier hinten kommt jetzt gleich das Ponyrennen. Aber wir können einfach mal gucken. Das hier vielleicht. Obwohl, das könnten auch die Fischer-Quests sein. Wir gucken mal rüber. Auf die andere Seite und sonst muss ich einen kleinen Cut machen und ich melde mich dann wieder, wenn ich die beiden gefunden habe. Sie sind auch nicht hier, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, wieder angekommen in Fort Pinta. Ich bin an den beiden vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. Ich fühle mich gerade ein bisschen, doof. Aber, ja, sie steht an dem Ort, wo auch die Geburtstagsrennen, meine ich, starten. Das sollte ich mir vielleicht merken. Na gut, du möchtest also lernen, wie zu reiten wie die Druiden auf Jorvik. Ich unterrichte Seelenreiten nicht, noch nicht. Aber ich bin auf der Suche nach Schülern, die bemüht sind, ihre Bindung zu ihrem Pferd zu stärken. Achte darauf, dass du ein Pferd reitest, das du auch trainieren möchtest. Ich habe keins mehr momentan, aber ich kaufe mir dafür jetzt auch nicht extra eins. Beende das Rennen und Aldins Segen. Gib deinem Pferd einen großen Erfahrungsschub. Wollen wir beginnen, junge Reiterin? Ja, 1500 Erfahrungspunkte. Ist jetzt die Frage, ist das das Fort Pinta-Rennen hier? Wahrscheinlich, ne? Aber ich finde es cool, dass wir außerhalb von ihrer Geburtstagsaktivitäten, Festivitäten, nochmal die Möglichkeit haben, ein Pferd doch etwas schneller zu trainieren. Und ich denke, ein Rennen am Tag, das kriegt man bestimmt hin. Das ist ja jetzt auch nicht das schwierigste Rennen hier, möchte ich mal sagen. Dazu sollte man sich eigentlich aufraffen können, wenn man doch schnell noch mal ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen möchte. Also ich glaube, anders sehe es aus, wenn... das Vogelscheuchenrennen war ja nicht so beliebt im Grünteilwald. Dadurch, ich bin jetzt ja auch mit Arctic Melody da nicht wirklich unterwegs gewesen. Das ist seitdem der Wald überarbeitet wurde, für mich sehr schwierig noch. Da hätte ich, glaube ich, auch nicht so viel Lust drauf, wobei 1500 Erfahrungspunkte für ein Rennen mich da doch ein bisschen locken würden. Aber es gibt halt immer Rennen, die man nicht so gerne macht und ich denke mal, diese normalen Standardrennen, ich denke mal, in Moorland wird es dann das Rennen von Loretta sein, das wir machen müssen wieder. In Veildale wahrscheinlich diese normale runde Strecke, die wir sonst auch als erstes freischalten. Firgrove, die erste von den drei Strecken, nehme ich an. So wie bei den Geburtstagsrennen, gehe ich mal von aus. Und am Jobbik-Stall auch die erste, die wir freischalten. Aber wir werden es ja sehen. So. Höchstleistung. So, ich spüre das Glühen in dir, mein Kind. Offensichtlich ist die Arctic Melody sehr wichtig und Aldin hat diese Liebe mit einem Erfahrungsbonus für deinen treuen Gefährten belohnt. Komm morgen wieder zu mir, dann kann Arctic Melody oder ein anderes Pferd, das du trainieren möchtest, noch einen Segen der Erfahrung erhalten. Okay. Ja. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg zur Arena. Ich freue mich ein bisschen auf... Ja, doch, muss ich schon sagen, ich finde es einfach total schön dort. Und ich bin auch gespannt, wie jetzt Arctic Melody die neuen Sachen stehen werden. Wo haben wir denn die Sunfield Farm? Da ist sie. Wobei ich sagen muss, das war wahrscheinlich nicht so das Beste von mir. Ich habe ja, wie man sieht,
mir das Set geholt, was es im Winterdorf gab für sie. Ich finde aber, es steht ihr wahnsinnig gut. Aber ich habe halt nicht die Geduld gehabt, Schillinge zu sparen. Ja, also nicht so ganz praktisch. So, und jetzt. Und auch so ein bisschen, so ein Dressurtinker. Ist zwar, glaube ich, nicht deren beste Disziplin, würde ich mal von ausgehen, aber sie macht sich hier doch sehr, sehr gut. Und ich finde diese Arena einfach immer wieder wunderschön gemacht. Und die Musik dazu ist auch toll. Gut, unsere Katze dürfte jetzt wahrscheinlich nicht mit dabei sein, aber okay, wir gucken mal nach oben zum Shop. So. Und was gibt es hier? Es soll was Neues geben, aber es wird nicht angezeigt. Machen wir den mal vorsichtshalber auf. Reitmantel aus cremefarbenem Burka-Stoff. Ich glaube, die gab es aber letztes Mal schon. Und die Sachen hier auch. Gab es die jetzt in einem anderen Shop? Ja, ein paar Sachen hatte ich mir letztes Mal schon geholt. Ja, mit Springen plus 5 ist auch nicht schlecht. Spieler Level 12. Und man muss hier aber gemocht sein beim Jorvik-Stall. Also hier spielt auch Ruf eine Rolle teilweise. Sonst kann hier jeder, der die südliche. Nee, das ist die südliche. Die Antefeld-Provinz auf jeden Fall freigeschaltet hat. Wer hier rüber kann, der kann hier auch theoretisch, wenn er das Level hat oder den Ruf, die Sachen kaufen oder zumindest aber in die Arena gehen und da. Ja, ein bisschen die Musik genießen. Aber hier steht nirgends. Bei, das ist. Achso, wir sehen ja hier bei ihr leider nicht, wie die Gamaschen aussehen. Aber an sich sind die, meine ich, auch sehr schick gewesen. Oder wir müssen gleich nochmal. Wir gucken mal im Global Shop. Ach, hier, das sieht aus wie der. Das sieht aus hier wie die neuen Sachen. Gucken wir mal. Wie heißt es denn? Weinroter Classic Springsattel. Dazu gibt es die reinweiße in Rauten gesteppte Satteldecke. Ja, die Gamaschen sehen wir ja nicht. Und hier gibt es einmal das weinrote bestickte Westernzaumzeug. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Und dann aber passend noch das weinrote bestickte Zaumzeug für die englische. Ja, da bricht es ab. So, so sieht das aus. Ja, wie gesagt, es gibt ein Western-Zaumzeug, aber warum gibt es da nicht auch einen Western-Sattel in dem Stil, wo man die Trense dann gut zu gebrauchen kann? Das ist so ein bisschen schade. Sonst finde ich es eigentlich echt schick. Ich glaube für sie jetzt persönlich eher nicht, dass es mein Favorit wäre, aber ja. Vielleicht für ein anderes Pferd. Mal gucken. So, ich hoffe, dass wir es jetzt nicht kaufen. Okay. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall persönlich sehr, sehr, sehr auf die neuen Tinker. Ich bin gespannt, welche Farben reinkommen. Also zumindest eine von den beiden Farben, die ich mir gerne noch kaufen möchte, müsste ja dann dabei sein, wenn wir wieder davon ausgehen, dass drei Farben reinkommen. Ja, ich freue mich. Ich persönlich freue mich sehr. Und ja, ich werde auch schauen, dass ich hoffentlich jetzt bald Token aufnehme. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann das letzte ist hier erstmal, aber das wartet ja jetzt auch schon sehr lange auf uns. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.